Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Formel 1 2013 im Korb mit dem Oberlappen Mulcher. Ja, liebe Freunde, heute geht's auf nach Monaco zum großen Preis. Ich freue mich drauf. In der WM-Wertung. Hast du so Punkte verloren? Was? Gegen Alonso hast du Punkte verloren. Den toll ich auf hier. Ja. War ein Rennen, war jetzt nicht so prickelnd von mir. Im Qualifying besiegt wird es heute ein Unentschieden da stehen, also ein 3-3. Morgen, Mittwoch meinst du? Ja, genau. Also in unserer heutigen Aufnahme. So meine ich das. Ich versuch's auf jeden Fall. Monaco ist auch so ein bisschen meine Strecke. Ich habe genau 300 Führungsrunden. Schön. Ich habe 154 Boxenstops. Ich muss schon 600 haben oder so. Ja, aber nicht Multiplayer. Ja, okay, Multiplayer habe ich 154. Boah, jetzt hier Inters, ey. Oh nein. War ja. Nein. So, ich hole einfach mein Setup raus. Hast du keins? Doch, ich habe eins. Fürs Ligarennen hast du doch eins. Klar, ey. Ach, Regen ist immer diese große Unbekannte. Das hatten wir aber auch in der ersten Koop-Saison, weißt du noch? Da war das 9 Minuten das Training. Er hat am besten nicht das LMS-Setup. Lappen-LMS. So, ich habe ein Ziel. Nein, ich fahr mal raus. Gibt da nichts viel zu sagen. Raus hier. Heute ist bei uns Aufnahmetag, Formel 1. Bisschen vorproduzieren, weil ich ziehe bald um und deswegen muss ein bisschen vorproduziert werden. Er hat mal gesagt, wir müssen in eineinhalb Wochen 5 Rennwochen entlaufen. Daraus wird natürlich nichts, könnt ihr euch ja denken. Klar, das seht ihr bloß, das ist alles schon aufgenommen. Das ist gerade der Part hier schon. Ist klar. Na, ich weiß nicht, wie viel du heute noch aufnehmen möchtest. Ja. Das Rennwochenende wäre noch ganz nett. Das hier. Ja. Oder bist noch Montreal? Nee, Montreal ganz vergessen, nee. Da bin ich gerade mal in der Carrera. Ach so, ich verstehe. Er ist Carrera von Dankor, mein Freund. Auch wenn ich in der Woche jetzt Klausur schreiben muss, aber egal, ist ja erst Donnerstag. Bevor es eh nur Lappen in der Schule, nur zuhören, ein bisschen mitschreiben und gute Mitarbeit leisten. Lass mich ran, du bist schon ausgefahren? Ja. Allerdings ist echt nicht so stark. Ich finde es schade, dass die Training 1 und Training 2 rausgenommen haben. Ja. Es gehört einfach dazu und fertig ist. Es gibt ja wirklich YouTuber, die machen wirklich so Training 1, Training 2 und Training 3 wirklich so komplett durch. Also nur übelst anderthalb Stunden wieder oder so. Das ist ja auch schon krass, dass sie sowas durchhalten. Das würde ich gar nicht durchhalten, so anderthalb Stunden Training zu machen. Du? Doch. Ich hab's ja auch gemacht in 2011. Ja, da hast du auch Training 1 und Training 2 gemacht. Da waren es, glaube ich, pro Woche so 4 oder 5 Videos, oder? Mhm. Also einmal das Rennen komplett, das Qualifying komplett. Und dann, ja, da hattest du Training 3 und Qualifying in einen Reihen gemacht. Und Training 1 und 2. Oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Schon über 2 Jahre fast her. Da bist du in der zweiten Saison mit Ferrari gefahren. Ja. Ja, schön die Wand geküsst. Fahr ich hier auch überall gegen gerade. Ich nicht. Bis jetzt habe ich nur die Reifenschikane abgekürzt. Da steht gerade einer, macht will mich abschießen, so LMS-Art. Das hast du ja hier gewonnen, das Siegerrennen. Grandios. Und das war einfach verdient gewonnen. Das war unser zweiter Doppelsieg, ey.
Ich liebe Monaco. Ich liebe vor allem den Poller. F1 2011, Video 3 Uhr nachts gezählt. Da hatte ich Philipp mal abonniert, da habe ich mal in die Kommentare geschrieben, Bäm, wer guckt, wenn wir mal Kurve fahren könnten. Einer hat geantwortet, du jetzt nicht hier. So entwickelt sich das. Ich hab ihn das einmal gefragt, da kam keine Antwort drauf, warum auch. Dann habe ich irgendwann mal, ich habe keine Ahnung, warum ich den das Team gerettet habe, ich habe keine Ahnung warum. Ich glaube wegen F1 ist das 12 Battle. Glaube ich auch. Aber da kannten wir uns schon, das weiß ich noch. Und dann ging's los, Porte 2. Ein Let's Replay. Weil du schreibst in die Kommentare, Let's Replay Porte 2, Philipp und ich. Oh, das war die Wand. Und das war auch der Poller. Oh, eine Sekunde verloren im letzten Sektor. Eigentlich ist das Tristes Qualifying trocken, ey. Boss hat sich auf Platz 1 geschoben. Erste Startreihe. Konflikt ab. Bei dir? Nö, der ist noch dran. Einer ist Hälfte ab. Mit dieser Runde hast du dich ganz nach vorne geschoben. Wie immer in Monaco, erstmal schön das Limit finden. Die Treffer war. Da war auch nicht so prickelnd. Bei mir stand dann so 10 Jahre vorher, dass ich Zweiter bin, obwohl deine Zeit schon erst 5 Sekunden später kam, stand das erstmal schon da, dass ich Zweiter bin. Da liegen Frontflügelteile. Ich freue mich schon auf Perez im Liga-Rennen, ey. Das zweite Rennen. Der zweiten Saison. Ja, schön, Vettel. Sehr schön gemacht. Wir könnten den ersten Ausfall schon verzeichnen, vielleicht. Ach ja, das haben wir ja hier. Mit den Ausfällen. Wir rechnen damit, dass der Regen in etwa 15 Minuten aufhört. Okay, in 15 Minuten soll der Regen aufhören. Schön in die Wand wieder, ey. Schön in die Wand. Oh yeah. Wenn ihr das Video sieht, dann war schon das erste Liga-Rennen auf jeden Fall. Von Australien. Und Flip und ich waren nicht in einem Team, das kann ich jetzt schon mal so sagen. Ich traue den Interrail jetzt irgendwie nicht, die halten mir zu lange. Mann, Alonso hätte meine Zeit stehlen können, du Penner. Natürlich bin ich wieder schneller im ersten Sektor und dann fahre ich wieder in der einen Kurve. Wenn du in Monaco zu aggressiv bist, dann kannst du das Rennen eigentlich schon aufgeben. Ja. Ja genau, ich drehe mich in die Wand rein. Das ist auch so, das ist doch echt auch nicht so. Fährst mit linken Vorderreifen in die Wand, dann drehst du dich so rein, wenn du Gas gibst. Was denn sah da aus vorne? Wie kann ich auch fahren die Zeit?
Machst du einen Reifentest, oder? Ja, kann man so sagen. Also ich kann die Zeit nicht fahren. Wenig Monaco einfach gar nicht. Ja, ist klar. Du bist jetzt Sechster, nur noch Platz 6. Hier wird aber die Skat, Skat-Reihenfolge am Anfang entscheiden. Ja. Boah! Für die Abendschikane ist scheiße schwer anzubremsen im Regen. Boah, komplett alles versaut wieder, ey. Also, erster Sektor kann ich Bestzeit fahren, der ist ja nicht schwer. Ich finde der zweite Sektor, da holen sie auf. Ah, da hatte ich dann 15. Rückstand. Und dann habe ich den letzten. Dann ein Drecksbianchi von mir, ey. Den sechsten Platz in dieser Session. Ja, ansonsten. Boah, ich werde noch eine 17 haben. Nee, damit. Mit einer 8 habe ich nicht zufrieden. Also, auf jeden Fall könnte ich auf ein Qualifying, beziehungsweise auf das Rennen freuen. Da wird es wichtig sein, den Vorflügel nicht zu verlieren. Weil in dem Spiel merkt man das schon, wo man Frontflügel noch halb dran hat oder nicht. Das wirkt sich auf die Aerodynamik aus. Also die Reifen, die werden ja mal gar, die gehen ja mal gar nicht in die Knie. Die gehen überhaupt nicht in die Knie, also. Das Reifenthema wird hier nicht ganz so groß sein. Also abkürzen natürlich. Ihr musstet davon jetzt zwei Stops machen. Oh, dreh dich doch nicht in die Wand rein, du Mistkarre. Ja, ich glaube, das reicht doch vollkommen. Wir sind jetzt hier gute fast 10 Runden gefahren. Oh Gott, verpasst sie. Komm mal rein. Wo bist du denn? In der Box. Na, er redet auf jeden Fall noch mehr. Wäre cool, wenn uns jemand für unsere letzte Korbsaison so ein richtig schönes Auto machen kann. Meinst du den Mercedes umstylen? Ja, meiner ist ja schon umgestylt, im Monster Energy Style. Weißt du, was cool wäre? Mercedes mit Martini. Wir fahren, Williams mit Martini. So, Reifen, abgenutzt? 14%. Alter, die halten 40 Runden hinter Medians. Ja, dann ist es ja ein gutes Omen, oder?
Und die harten? Die Ringreifen hatten 50. Okay, dann wollen wir das schon mal nicht sparen. Die harten halten 26. Die weichen 17. Oh Gott. Gut, 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 gut. Die Frontflügel werden Probleme zeigen. Na, die haben eine extra Lieferung schon bestellt, nur für dich. Naja. So, wie sieht's aus? Erster Sektor, meiner. Zweiter Sektor, KI. Dritter Sektor, halb KI, halb unser. Auf jeden Fall erster und zweiter. Erster und dritter. Aber mein zweiter Sektor ist mal wieder richtig Bombe. Locker eine 17.3 wie Rosberg fahren. Die alle mit ihren 4 oder 5 Runden, wir 8. Ja, ne? Oder Mazda 2. Der wird gleich mal, wird gleich ausrasten. Dann machst du halt wieder raus. Hallo? Bist du besoffen? Ja, warum? Du hast ja gesagt, das reicht. Raus. Wie raus? Wir sind doch nicht im Qualifying. Ich weiß. So. Ausgeschieden. Hamilton, keine Zeit. Und Vettel? 13. Daniel Ricciardo ist nur mit einer halben Zehntel hinter ihm. Okay. Ist er so auf Melbourne-Niveau, der Vettel? War ja auch 13. Ja. Schlechtes Gut, dann würde ich sagen, war es das fürs Training. Ja, wir sehen uns im Qualifying wieder. Tschüss.